Bisher ist der Konzern Hensoldt mit Sitz in Taufkirchen bei München vor allem Militärspezialisten und weniger der Öffentlichkeit bekannt. Doch das wird sich ändern, denn das Unternehmen geht im Herbst 2020 an die Börse. Hensoldt stellt spektakuläre Radartechnik her. Dazu gehört unter anderem sogenannte Passivradartechnik, mit der sich auch Flugzeuge mit Tarnkappeneigenschaften aufspüren lassen. Kern des Geschäfts sind ehemalige Aktivitäten der Rüstungssparte von Airbus. Vor 3 Jahren kaufte sie der Finanzinvestor KKR. Der Konzern hat rund 5.500 Beschäftigte und 2019 einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wann genau Hensoldt an die Börse kommt, ist noch nicht publik. Die Rede ist von einem Verkauf von zunächst 30% Anteil.